Was geht ab, Fotofreunde? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier kriegt ihr alles zu den Themen Fotografie, Videografie, Editing, Tutorials, wie manche Shootings ablaufen, was man machen kann, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich war mal wieder unterwegs mit meinem Kumpel Franco und wir haben für ein Nürnberger Modelabel geschossen. Das Label wird vielleicht der ein oder andere kennen. Es handelt sich um einen Markus Buggendörfer und der hat uns ein paar Klamotten zur Verfügung gestellt, um für ihn eine neue Werbekampagne zu schießen. Und jetzt nehme ich euch mal mit behind the scenes. Aber erstmal geht's ab ins Auto und den Franco abholen. Bleib mal genauso. Der Franco zieht sich gerade mal noch um. Wir haben jetzt einen Szenenwechsel gemacht. Vorher waren wir vorne an der Festung. Jetzt sind wir im Innenhof und haben dort mal ein paar Bilder geschossen. Ich blende euch hier gleich mal ein paar ein, damit ihr seht, was wir überhaupt so getrieben haben bisher. Und als nächstes würde ich sagen, machen wir mal etwas auf der hinteren Seite. Dort befindet sich nämlich eine super geile Brücke und die schauen wir jetzt mal, dass wir ins Bild mit reinbekommen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Behind-the-Scenes-Video gefallen. Wenn ihr öfter solche Behind-the-Scenes-Geschichten haben möchtet, dann abonniert doch gerne den Kanal, schreibt es in die Kommis rein, was ihr wollt. Ich stehe noch am Anfang von YouTube, von dem her sind noch alle Wege offen. Ich bereite momentan noch ein weiteres Video vor und zwar geht es da um Car Light Painting, meine Technik, wie ich meine Autofotos schieße. Ihr habt es vielleicht auf meinem Instagram-Kanal gesehen, wenn nicht, ich verlinke den euch unten in den Kommentaren, genauso wie den Markus Buggendörfer und den Account vom Franco. Lasst bei allen, am besten auch bei mir, mal ein Like da oder folgt uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, weiterhin so Content für euch zu produzieren. Wie gesagt, es ist ein Versuch, wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Wenn nicht, ja, dann verratet es einfach keinem und wir gucken mal, was noch draus wird. Ich bin der Maxi, ich bin raus und ich wünsche euch was.